Einsatz für den Rettungsdienst um Notarzt Tom Riedel. Auf dem Weg zum Unglücksort ahnt das Team noch nicht, welch fataler Fehler zu dem Unfall geführt hat. Feuerwehr und Rettungsdienst, hallo? Hallo? Bitte, Sie müssen schnell beeilen. Bitte, wir... Entschuldigung, beruhigen Sie sich. Wo sind Sie denn? Wir sind hier in diesem kleinen Privatwald am Stadtrand. Hier sind Menschen eingeklemmt von einem Auto und ich glaube, da ist ein Mann, der blutet und wird eingequetscht. Ich weiß nicht, ob er noch Luft bekommt. Alles klar, wie ist Ihr Name? Mein Name ist Mika Kirchner. Hier ist ein Baum auf das Auto draufgeknallt. Bitte, okay. Kommen Sie sofort, Sie müssen sich beeilen. Alles klar, wir beeilen uns. Die Rettungskräfte sind informiert. Wenn möglich, halten Sie bitte die Rettungswege frei. Wir kommen, Sie können jetzt auflegen. Ja, okay, bitte, schnell. Die Rettungskräfte befürchten, dass weitere Bäume umfallen könnten. Deshalb stuft das Team um Tom Riedel den Einsatz als riskant ein und trägt zur eigenen Sicherheit Schutzhelme. Da sind zwei Leute noch drin, die sind verletzt. Wir kommen. Wir gehen am besten hier außen rum, vorsichtig, auch eine Motorsäge. Als wir an der Einsatzstelle eingetroffen sind, stellte sich das als schwerer Unfall dar. Das heißt, ein Baum ist umgekippt auf ein Auto drauf. In diesem Auto saßen tatsächlich auch noch Personen. Ein Vater mit seinem Kind. Der Vater war auch, wie sich später herausstellte, schwer verletzt. Weil der Baum auf dem Auto liegt, kann das Team dem eingeklemmten Vater nicht sofort helfen. Obwohl Vater und Tochter ansprechbar sind, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Den Kopf jetzt bitte nicht mehr bewegen. Das ist ganz wichtig. Den Kopf nicht mehr bewegen. Ihrer Tochter geht's gut. Hallo? Einer vorne, einer hinten. Ist alles gut bei dir? Kannst du, warte mal, hast du dir irgendwo wehgetan? Hast du mit dem Kopf, bist du irgendwo angeschlagen? Hast du irgendwas von dem Baum abgekriegt? Kannst du alles bewegen? Ich würde sagen, wir holen sie erstmal hier raus. Gibst du mir deine Hand? Wie heißt du denn? Ich bin der Tom. Komm mal ganz vorsichtig raus. Es hat nichts abbekommen, deswegen war es wichtig, das Kind erstmal rauszuholen aus dieser Situation. Das war eine richtig schlimme Stresssituation für das Kind. Wir haben es dann da rausgeholt, erstmal zur Mutter verbracht. Der Vorteil dabei war halt auch, die Mutter war auch psychisch überlagert. Die konnten wir dann beauftragen, ihr Kind zu begutachten. Das hat sie dann auch getan. Und sie so ein bisschen von ihrem Stress und von ihrer Angst um ihren Mann abzulenken. Was ist die Mutter? Ja, mein Mann ist so Not drin. Ja, und der Notarzt ist gerade da. Er kümmert sich jetzt um ihren Mann. Ne? Papa ist so Not drin. Tut dir irgendwas weh? Nein. Weil die Mutter des Kindes noch im Wald war, blieb sie von dem Unfall verschont. Nur mit Hilfe der Feuerwehr kann der Mann aus dem Auto befreit werden. Seinen Gesundheitszustand hat das Team dabei ständig im Auge. Also folgendes, zwei Personen im Auto gewesen, eine Tochter, die konnten wir so rausholen. Ja. Die Ehefrau war nicht beteiligt, die ist nur ein bisschen überlagert psychisch. Okay. Die braucht gleich Betreuung. Hier haben wir jetzt erstmal primär Schwerverletzten, der aber ansprechbar ist. Gut. Wir haben etwas Zeit. Also okay. Muss keine Crashrettung sein. Gut. Ihr könnt ihn in Ruhe ausbauen. Brauchen wir noch ein zweites Rettungsmittel für die Tochter? Ja, auf jeden Fall. Gut, alles klar. Vorne mal an. Die Schwierigkeit bei einer Rettung von Patienten, die sich in Fahrzeugen befinden, ist zunächst erstmal, dass man herausfinden muss, in welchem Zustand sich die Patienten befinden, ob sie ansprechbar sind oder vielleicht durch den Unfallhergang bereits eingetrübt oder bewusstlos. Dann geht es darum, herauszufinden, ob sich gegebenenfalls leicht Zugänge schaffen lassen durch das Öffnen von Türen oder durch die Heckklappe beispielsweise oder ob man bereits mit schwerem Gerät an das Fahrzeug gehen muss und einen Zugang schaffen muss. So, ich erzähle Ihnen mal kurz, wie es weitergeht. Wir haben jetzt mit ihm gesprochen. Er ist soweit ansprechbar, hat natürlich eine Verletzung am Kopf. Inwieweit oder wie schwer diese Verletzung ist, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um Ihren Mann da vernünftig rauszuholen. Okay? Wir tun alles, was in unserer Macht steht, damit er wieder in Ordnung kommt. Das kann ich Ihnen versprechen. Warten Sie bitte. Es ist jetzt wichtig, dass Sie ruhig bleiben. Sie müssen für Ihre Tochter da sein, okay? Nachdem der Notarzt die Frau beruhigt hat, konzentriert er sich wieder auf die Rettung ihres Mannes. Die Feuerwehrleute bereiten die Bergung vor. Als der Einsatzleiter zwei Augenzeugen befragt, erfährt er Ungeheuerliches. Herr Kirchner, ja. Und Sie sind? Ich bin sein Sohn, Mika. Okay. Mein Sohn ist Herr Kirchner, was ist genau passiert? Beschreiben Sie mir mal kurz den Vorgang, den Hergang dieser... Den Baum wollten wir fällen. Ja. Das Auto stand da. Es war aber keiner im Auto drin gewesen. Wir hatten uns vorher vergewissert. Ja. Haben dann natürlich unsere Säge angemacht, um diesen Baum zu fällen. Und irgendwo, ich habe das irgendwie falsch berechnet oder so. Der Baum fällt auf einmal aufs Auto, aber auch gar nicht mitgekriegt, dass jemand im Auto ist. Und dann stand auf einmal die Frau, stand auf einmal da und total, mein Mann, mein Kind. Ja.
Da haben wir erst mitgekriegt, dass auf einmal welche im Auto waren. Zuerst nur der Mann drin saß, aber wir wussten nicht, dass das Mädchen auch noch drin war. Wir haben es gar nicht mitgekriegt. Herr Kirschner, kurze Frage. Sie sind hier vom hiesigen Forstamt oder wo kommen Sie her? Wir sind nicht vom hiesigen Forstamt. Sie sind nicht vom hiesigen, also sind der Eigentümer des Grundstücks hier? Nein, sind wir auch nicht. Wir sind der Eigentümer. Gut, dann darf ich ganz unverbindlich fragen, was machen Sie dann hier? Wieso sägen Sie hier Bäume? Es gibt da so viele Bäume und auf den einen kommt es doch hier nicht an. Und den wollten wir dann absägen und mitnehmen dann. Sicherlich. Herr Kirchner, das wird sicherlich nachher noch die Polizei genau erklären. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, damit haben Sie auf jeden Fall einen Straftatbestand heraufbeschworen. Denn diese Verletzung des Mannes und auch was Sie hier getan haben, das geht natürlich nicht einfach so, dass Sie irgendwo Bäume im Wald schneiden, die Ihnen nicht gehören und wozu Sie keine Zulassung haben. Das geht natürlich nicht. Die beiden Männer haben unterschätzt, wie gefährlich das Fällen von Bäumen ist. Warum der Baum tatsächlich auf das Auto gefallen ist, ermittelt der Einsatzleiter später. Die Bergung des Verletzten steht nun an erster Stelle. Das Absägen des auf dem Fahrzeug befindlichen Baumes beinhaltet natürlich auch immer ein gewisses Gefährdungspotenzial. Man weiß natürlich nicht immer, wenn man schneidet, in welche Richtung sich dann das Holz bewegt und ob dies weitestgehend gefahrlos geschehen kann. Die Einsatzkräfte sind aber dahingehend geschult, dass sie mit den entsprechenden Schnitt- und Feldtechniken weitestgehend das Risiko ausgrenzen können und somit dann nachher auch, wie hier auch passiert, den Baumstamm gefahrlos vom Fahrzeug entfernen können. Ich muss jetzt gucken, dass wir ihn rauskriegen. Ja. Wie wollen wir ihn retten? Kettsystem, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, der ist bei Bewusstsein. Ja. Also. Was haltet ihr davon, wenn wir den hinten über die. Klar. Gucken wir mal, ob wir die Rückenlehne nach unten kriegen. Ja, dann könnten wir nach. Das hört sich gut an, dann Kettsystem dahinter festzuhören, genau. Dann können wir ihn hier auf die Trage ziehen. Das wäre prima. Gut, ich gucke mal, bin noch mit einverstanden. Hier kriegen wir nicht auf. Entweder müssen wir die eben aufspreizen. Ja, ja, würde ich vorschlagen. Schere, Spreizer, einmal Tür aufmachen, damit wir ihn gleich hier drüber retten können. In diesem Fall der Menschenrettung haben wir einen Spreizer und eine Rettungsschere vorgenommen. Beides mit speziellen Klingen und Schneiden versehene Werkzeuge, die sehr hart sind und somit also auch durch entsprechend die Metalle, die wir vorfinden, durchschneiden können. Herkömmliche Werkzeuge wie eine Brechstange oder wie leichteres Gerät würden an den Fahrzeugen heutiger Bauart relativ schwach wirken. Und deshalb müssen wir entsprechend starke, hydraulisch unterstützte Werkzeuge für solche Einsätze haben. Bis Notarzt Tom Riedel den Eingeklemmten medizinisch versorgen kann, wird er auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Zunächst muss die Feuerwehr das Auto so bearbeiten, dass der Mann geborgen werden kann. Damit er nicht von Splittern verletzt wird, schützt ihn ein Laken. Ja, wir sind beim Rettungsdienst und wir wollen unserer Aufgabe nachkommen, den Menschen zu retten. Kommen da aber jetzt nicht dran. Das fühlt sich natürlich blöd an, ist aber einsatztaktisch die richtige Entscheidung. Also die Feuerwehr muss jetzt da arbeiten, damit wir danach auch vernünftig arbeiten können. Der Patient ist noch bei Bewusstsein und einigermaßen stabil. Deswegen machen wir jetzt keine Crashrettung, sondern sind bemüht, ihn achsengerecht da rauszuholen, falls Verletzungen an der Wirbelsäule tatsächlich entstanden sind, damit die nicht zu einer Lähmung führen. Wenig später hat die Feuerwehr das Unfallauto so weit bearbeitet, dass Tom Riedel den eingeklemmten Mann endlich untersuchen kann. Dabei stellt er eine erschreckende Diagnose. Da sind wir. Wir haben jetzt hier Platz zum Arbeiten. Kannst du einmal den Sitz noch vorsichtig zurückdrehen? So weit, wie es geht. Hallo? Hallo? Patient ist bewusstlos. Raus. Ich muss meinen Mann, bitte. Der Zustand des Mannes hat sich dramatisch verschlechtert. Er muss dringend notfallmedizinisch versorgt werden. Dabei kümmert sich Tom Riedel zuallererst um die Atmung. Ich komme gleich zu, ja? Jetzt volles Programm. Wir müssen uns jetzt ein bisschen organisieren. Einer macht mir die Intubation mit der Beatmung fertig, der andere kümmert sich um Zugang. Ich kümmere mich um den Rest jetzt erstmal, ne? Ihr seid ja zu dritt. Ja. Zwei dicke Vigos bitte. Als wir den Patienten im RTW hatten, mussten wir ihn schutzintubieren. Er hatte noch eigenen Atemantrieb, deswegen mussten wir eine Narkose machen. Nach Narkoseeinleitung haben wir dann das Atmen für den Patienten übernommen, ihn intubiert, somit die Atemwege gesichert. Und dann ist eigentlich nur noch wichtig, dass wir engmaschig den Kreislauf kontrollieren.
damit wir wissen, dass der Patient halt auch hämodynamisch und respiratorisch stabil ist. Das haben wir getan, um ihn dann ins Krankenhaus zu bringen, weil dort wird er tatsächlich gerettet. Während sich das Rettungsteam um den Patienten kümmert, setzt der Einsatzleiter der Feuerwehr seine Befragung der Baumfäller fort. Dabei macht er eine fatale Entdeckung. Ne? Ja, schönen guten Tag, Peters Feuerwehr. Wer sind Sie? Ich bin der Kai. Ich bin der Besitzer des ganzen Waldes. Was ist denn hier los? Sie sind der Besitzer des ganzen Waldes. Also jetzt gerade einen kleinen Unfall gegeben. Ja. Die Herren haben hier einen Baum abgesägt und der ist hier auf dieses Fahrzeug gestürzt, wie Sie sehen. Der Fahrer ist verletzt worden, wird jetzt mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Geht's ihm einigermaßen? Ihm geht's schon wieder besser. Er wird jetzt im Moment noch behandelt, muss aber auf jeden Fall in die Notaufnahme des Krankenhauses. Wie kommen Sie denn da zum Baum hier zu fällen? 1000 Bäume hier, auf den einen kommt es doch dann nicht an. Das kann ja nicht sein, dass hier irgendwelche Leute reinkommen und anfangen, hier in Bäume zu fällen und dann so ein Chaos hier verursachen. Das kann ja wohl nicht sein. Sie haben natürlich recht, das ist vollkommen richtig und wir haben auch mit den Herren bereits schon gesprochen. Die haben die Sache auch eingesehen und ich denke, dass wir die restliche Angelegenheit gleich der Polizei auch übergeben sollen. Ich bitte Sie höflich, dass Sie sich hier aufhalten in der Zeit, denn die Herren von der Polizei werden sicherlich auch an Sie ein paar Fragen haben. Ich meine, Sie sind von der Polizei schon informiert worden, haben Sie gerade gesagt. Also die werden auf dem Weg sein und dann klären wir die Sache. Das haben die mir auch nicht gesagt. Sie haben natürlich recht. Während die Baumfäller und der Besitzer des Waldes auf die Polizei warten, hat das Team um Tom Riedel den Patienten so stabilisiert, dass er in die Klinik transportiert werden kann. Sein Zustand ist immer noch sehr ernst. Es wird wahrscheinlich ein Schädel-Hirntrauma sein, weil er wird ein freies Intervall gehabt haben. Okay. Dass er primär bewusstlos war, bei unserem Eintreffen wieder ansprechbar war und danach wieder. Ah, okay. Das spricht ja schon für ein Schädel-Hirntrauma. Wie der Patient jetzt rauskommt aus der Nummer, kann ich hier nicht sagen. Wir haben alles in die Wege geleitet dafür, dass er ein gutes Outcome aus dem Krankenhaus haben wird. Im Endeffekt wird das aber erst die Zeit zeigen. Die kleine Patientin, die wir hatten, die wird wahrscheinlich mit dem Schrecken davongekommen sein. Und die Mutter hat natürlich ein psychisches Trauma erlitten, wird weitere Betreuung bekommen und ist aber halt unverletzt. Ich habe mir das eben hier mal angeschaut und bin dann natürlich dann dahinter gekommen, dass ihr hier die entsprechenden Keile eingesetzt habt. Ja. Weil ihr seid ja natürlich darüber im Klaren, wenn ihr hier die Keile reinnudelt, dann wird der Baum auch je nachdem, ihr habt schön hier tief geschnitten, in die Richtung fallen. Ja, und, das konnte natürlich nichts werden. Und darüber hinaus eine Tanne als Kaminholz, nicht unbedingt so wirklich die Idee. Wir haben doch irgendwann auch mal einen Führerschein für das Moped da unten gemacht. Da muss man doch wissen, dass wenn man Keil da reinhaut, dass der Baum nur in die Richtung knallen kann. Genau. Wenn Sie sich doch mal hier umgucken, hier liegt doch so viel Zeug rum, wenn ihr euch jetzt wenigstens davon was geschnitten hättet. Ja, aber warum denn? Und guckt euch das mal an, der Baum ist doch ein gesunder Baum. Ja, der ist ja nicht mal rot von innen, nicht kaputt. Ja, eigentlich schade, dass ihr den jetzt kaputt gemacht habt dafür. Wir haben den genommen, weil er ja gerade so günstig stand und da haben wir den genommen. Das Fallen eines Baumes löst natürlich immer entsprechende Wirkung von Kräften aus. Je kleiner der Baum ist, je leichter er ist, umso weniger Schaden wird er in einer Fahrzeugkabine eines solchen Fahrzeuges verursachen. Ist der Baum allerdings, wie beispielsweise im Sommer, dann belaubt, eine Eiche oder eine Buche, und hat er entsprechend Wasser auch im Stamm, hat er einen entsprechenden Durchmesser und ist vielleicht sogar noch ein Stück höher, sind die Energien, die dann freigesetzt werden, so groß, dass ein solches Fahrzeug sogar bis zum Schweller zusammengedrückt werden kann. Von daher ist es in diesem Fall durch diese kleine Tanne, die hier gefällt worden ist, relativ glimpflich ausgegangen. Wäre der Baum stärker, größer, schwerer gewesen, dann hätte der Fahrer erheblich schlimmere Verletzungen davongetragen. Der Fahrer des Wagens hat keinen Rückenmarksschaden davongetragen. Wegen des Schädelhirntraumas musste er einige Zeit in der Klinik verbringen, wird aber keine Folgeschäden davontragen. Seine kleine Tochter kam mit dem Schrecken davon. Die beiden Baumfäller haben mehrere Strafanzeigen bekommen.